Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Ihr habt es vielleicht schon im Vorspann erkannt. Heute geht es darum, wie knocke ich den Gegner mit einem Schlag aus. Und das ist auch durchaus möglich, das tue ich schon mal vorwegnehmen. Man kann durchaus einen oder seinen Gegner mit einem Schlag ausknocken. Es gibt auch durchaus Techniken, die, ja ich sag mal, eine höhere K.O.-Rate haben, wo ich sagen kann, hey, mit dieser Technik kann ich öfter mal ein K.O. erzielen. Aber man muss vorweg erstmal sagen, es funktioniert nicht immer und auch nicht in jeder Situation. Woran liegt das, Markus? Ja, um einen effektiven Knockout zu erzielen, braucht ihr eigentlich vier Dinge. Die eine erzielt ihr hauptsächlich durch eure saubere Technik. Es ist nämlich Schlagkraft und Schnelligkeit. Wenn ihr eine Technik sauber und technisch korrekt ausführt, habt ihr in der Regel Schnelligkeit und eben auch Schlagkraft, weil ihr eben auch euer Gewicht hinter den Schlag setzt. Bestes Beispiel, Michis K.O.-Kick, der Backkick, ist auch auf dem Knockout aus einer Technik heraus. Er macht das sehr, sehr schön, dreht sich sehr, sehr schnell die Hüfte rein und trifft dann eben immer wieder schön auf die Nits. Würde er die Technik nicht so schön ausführen, hätte der Schlag keine Power oder würde nicht so schnell kommen und würde eben auch nicht treffen. Ich brauche aber noch zwei andere Dinge, Michi. Zum einen, was extrem wichtig ist, ist das Timing. Das Timing ist meiner Meinung nach sogar eins der wichtigsten Faktoren, um einen Knockout zu erzielen, weil ich kann noch so eine gute Technik, noch so schnell, noch so stark sein, wenn das Timing nicht passt, dann passt es halt nicht, weil da ist eben seine Deckung hier dran und ich mache hier meinen Backkick und wow, was ein Wunder, ich habe ihn nicht genockt. Weil es hat eben nicht gepasst. Bestes Beispiel, wenn er jetzt jabbt, ich habe schon öfters mal gesagt in Videos, wenn er hier jabbt und dann kommt mein Backkick, dann passt das Timing, weil ich genau im richtigen Moment, zack, eine reinhau. Ja, das gleiche wie auch bei Boxtechniken. Wenn er zum Beispiel gerade schlagt die Overhand left, ja, er schlägt hier, genau, pop, ja, mit meiner linken im Punch oben rüber rein, weil er in dem Moment offen ist, vielleicht sein Kinn oben ist. Das ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Faktoren. Was gibt's noch? Der dritte Punkt, der ganz, ganz wichtig ist für Knockout, ist die Distanz. Ja, ihr könnt keinen Knockout erzielen, wenn ihr zu weit weg seid oder zu nah dran. Ganz, ganz schwierig, auch wenn wir beide hier sauber im Umfeld stehen, schwierig mit einem Punch direkt einen Knockout zu erzielen. Geht schon leichter, beispielsweise ein ganz klassisches Beispiel, Mighty Mo aus dem K1 mit seinem Overhand Haymaker hier. Bam! Ja. Hier muss eben auch die Distanz passen. Ich darf nicht zu weit weg sein, dann schlage ich schön dran vorbei, bin hier super offen. Oder ich darf nicht zu nah dran sein, ansonsten komme ich hier nicht rüber. Ist bei jeder anderen Technik auch so. Jede Technik hat ihre eigene Distanz, da müsst ihr einfach spielen, je nachdem, was ihr machen wollt. Abschließende Tipps von mir auch noch, welche Technik vielleicht dazu führen könnte, um ja erst recht ein Knockout zu erzielen. Zum einen, wir haben es bereits erwähnt, der Backkick, ganz klar, mein Klassiker. Dann der Fersendrehschlag zum Kopf, was auch noch prädestiniert dafür ist. Prädestiniert, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Sogar richtig. Kampfsportler kann sogar richtig aussprechen. Nein, was dazu wichtig, was man sagen kann, der Haken, ja, hier, genau aufs Kinn. Gerade wenn er eine schöne Technik schlägt und der Gegner oft mal sein Kinn oben lässt, ja, das müsst ihr beobachten im Feind. Er lässt sein Kinn oben und dann hier schön, bam, genau, bam, aufs Kinn rein, schön mit der Hüfte rein, den habe ich auch ein Video dazu gemacht. Hook-Tutorial, Haken-Tutorial, zieht euch mal rein. Das sind so die Techniken, meiner Meinung nach, wo zum K.O. führen, aber eigentlich auch jede andere. Ja, man kann mit einem Frontkick, man kann mit einem Sidekick, man kann sogar mit einem Lowkick die anderen Gegner K.O. schlagen. Es ist immer eine Frage der Technik, der Distanz und vor allem vom Timing. Ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen. Versucht es einfach mal im Sparring, noch nicht unbedingt euren Sparringspartner gleich aus. Aber man kriegt dann so das Feeling, wann könnte es funktionieren, wann könnte es nicht funktionieren. Das war Markus und Michael Smolik. Wenn ihr mehr von solchen Tipps erfahren wollt, www.wegzumweltmeister.de, unser Online-Trainingsprogramm. Und wenn ihr lernen wollt, eure Aggressionen unter Kontrolle zu bekommen, unser Buch Kämpfer mit Herz auf Amazon. Zieht euch rein. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dann. Aber die funktionieren nicht immer und in jeder Situation. Warum ist das so, Markus? Jetzt habe ich gar nicht zugehört. Das war eigentlich die Überleitung dazu, dass du sagst, das ist das richtige Timing und so Zeug. Okay. Nochmal. Nochmal. Ich hab's. Outtake.